Erde droht gerade zum zweiten Mars zu werden. Und das ist das, was uns jetzt interessiert. Und da interessiert uns eben auch, was eine Geologin dazu sagt, was man in den Steinen ablesen kann, was eine Landwirtin, Agrarwissenschaftlerin dazu sagt und ein Biologe und eben auch ein Planetenforscher. Wasser ist auf die Oberfläche vom Mars verschwunden. Wegen dieser die Atmosphäre konnte das nicht halten. Auf der Erde ist das Wasser von einem Platz bis zum anderen. Okay, Spanien jetzt ist eine Wüste, vielleicht in den nächsten 50 Jahren, aber das Wasser bleibt. Es ist nur irgendwo anders, wo dann vielleicht Überflutung gibt oder was auch immer. Ja, das ist eine Katastrophe, aber das Wasser geht nirgendwo. Als Geologen beschäftigen wir uns damit, wie unsere Erde funktioniert, ohne dass uns das ganze Leben interessiert. Es geht wirklich um Gesteine und die sogenannte unbelebte Welt. Mich interessiert, ob es einen Theorieansatz gibt, der es uns erlaubt, Gesellschaft und Naturverhältnisse im Zusammenhang zu begreifen. Wahrscheinlich, wenn man das nicht alles verbrennen würde oder sonst wohin verschicken, würde es mehr weggeworfene Kleidung momentan geben als Kleidung in den Geschäften. Es sind ganz viele Hosen, die eigentlich in den Häcksler wandern sollten oder als Sofafüllsel verwertet worden wären. Die haben wir jetzt davon befreit und haben die jetzt hier freigeschnitten und jetzt werden die miteinander verflochten und es gibt ein schickes Accessoire, vielleicht ein Rock oder ein Schutzpanzer oder ein Gurt. Also so eine Kernfrage war für uns eben, wie kann man möglichst wirklich nachhaltig so ein Theaterprojekt starten. Mars on Earth heißt dieses Projekt, weil wir eine Wette am Laufen haben. Anders als Elon Musk und Co. glauben wir nämlich nicht, dass wir es noch in diesem Jahrhundert erleben werden, dass wir aus dem Mars eine zweite Erde machen. Wir glauben, dass die Chancen viel, viel höher sind, dass wir in derselben Zeit aus der Erde einen zweiten Mars machen. Wir verlassen die Wärme, die Blumen und die Liebe. Wir schreiten ins Land der großen Maschinen, des erkennenden Gedanken. Weiter, weiter in die Welt des flammenden Bewusstseins. Weg von der Natur, von der Poesie, von der Schönheit. All das sind unsere Erzeugnisse. Die von uns gemachten Dinge. Wenn wir wollen, schaffen wir das Dritte, das Unmögliche. Weg von diesem Chaos, Wahnsinn und der unerträglichen Schönheit. Wir gehen woanders.